Hallo zusammen, hier ist wieder der Sarge. Wir spielen Risen 1. Ich suche gerade Rufus, der soll hier lang gegangen sein. Dann schauen wir mal, hier war ich ja eigentlich schon. Und hier soll noch eine zweite Winde sein. Schau mal, Rufus. Wo ist er denn, der Rufus? Steht er hier vielleicht und fragt sich, wie er rüberkommt? Nein. Ist er hier vielleicht rauf? Könnte sein. Sackgasse. Sackgasse. Rufus. Ja, wo ist er denn hin, der Rufus? Junge, mach keinen Scheiß. Da stehen schon wieder welche rum, oder was? Ist da vielleicht auch ein Priester wieder dabei? Hä? Ja, das kann ja nur bedeuten, dass ich hier nochmal hin soll, wenn da noch was ist. Das war ja eigentlich schon tot. So, alles klar. Dann. Alter, ich habe nur noch 110 Bolzen. Gut, dann schweben wir da mal rüber. Oh, das ist doch. Oh, das ist Rufus. So, na Rufus? Klar. Schutz vor Stichwaffen. Magische Heilung. Ja. Hat dir nicht geholfen. So, und jetzt ist die Frage. Nehmen wir einfach mal eine Fackel in die Hand, dann sehen wir mehr. Moment, das war doch letztes Mal. Oh! Das war knapp. Was war das denn für einer? Ein Wächter. Und was hat er da gehabt? Was war das gerade? Was war? Alte Büste. Aha, okay, dann nehmen wir mal lieber ein bisschen Heiltränke. Speichern mal. Gut, der war nämlich vorhin hier noch nicht da. Haben wir jetzt schon gespeichert oder haben wir nicht gespeichert? So, und dann schauen wir mal hier rein. Ist das eine Falle vielleicht? Bestimmt. Nein, hier ist ein Hebel. Aha. Also vorhin sollte ich hier noch gar nicht sein. Alles klar. Hat das jetzt eigentlich eine Falle deaktiviert oder nicht? Okay, das hat eine Falle deaktiviert. Hier war. Aha. Gibt es hier noch Ringe?
schönen Ringe. Ah. Dieser Stein sieht brüchig aus. Was willst du jetzt damit sagen? Aha. Oh oh. Ja, der war jetzt nicht so beeindruckend. Alter. Ja, wo ist denn dein Schwert hin? Wo ist dein Schwert hin? Da. Immer schön her mit den Schwertern. So, und hier haben wir einen Schalter. Und aha, okay. Oh oh, Alter. Ah! Schon wieder so ein blöder Wächter. Nee, ein Krieger. Alter Schwede. Haut ganz schön rein, der Kollege. So, was ist denn jetzt eigentlich gerade aufgegangen? Ja, weiß ich gar nicht. Ist, okay, ist da hinten vielleicht irgendwas aufgegangen? Nee, das muss woanders gewesen sein. Halt. So, So. Alter, jetzt hör aber auf. Aha! Ein Wächter. Mit einem Wächterschwert. So. Alles klar. Alter. Und da kommen nämlich die Statuen drauf. Die zwei goldenen. Die ich gerade gefunden habe. Ich bin nicht blöd. Die hier. Und hier genauso. Und easy. Und da ist die Kurbel. Alter, wer ist der Boss? Ich habe die zweite Winde gefunden. Gut, dann sehen wir uns die Sache mal an. Diese Säulen erzählen die Geschichte dieser ganzen Anlage. Vielleicht siehst du dir die mal an. Rufus ist tot. Was ist passiert? Echsenkrieger. Sie haben ihn wohl überrascht. Dann hat er es nicht besser verdient. Wer nachlässig ist, gefährdet unsere Mission. Die Strafe für Versagen ist der Tod. Merkt ihr das? So. Was geschieht nun mit dem Don und der Hafenstadt? Ich habe Wichtigeres zu tun, als mir über sowas Gedanken zu machen. Soll der Don sie doch nehmen? Es ist mir egal. Oh, ich dachte schon, jetzt greift er mich an. Alles klar, dann nehmen wir nochmal ein Tränkchen und... Es riecht nach einer Falle. Warum gehe ich eigentlich vor? Alter, die klatschen gleich zusammen. Was werden wir?
So, ich benutze mal Telekinese, um diesen Schalter da hinten zu drücken. Ups. Aha. Wer ist der Baba? Was dagegen, wenn ich helfe? Oh. Zusammen geht's leichter. Das Vieh wird uns keine Probleme mehr machen. Gut gemacht. Dann muss ich mich nicht darum kümmern. Auf dich habe ich nur gewartet. Gut gemacht. Alles klar, erstmal looten hier schön. Oh. Verdammt! Was ist los? Das ist wirklich eine Festung. Und wir sind nur im äußeren Kreis. Siehst du diese große Zugbrücke? Da müssen wir lang. Vielleicht gibt es wieder einen Weg, die Brücke zu öffnen. Das will ich hoffen. Du wirst ihn finden. Die anderen werden hier alles durchsuchen. Und die letzten Echsen töten. Natürlich. Ihr habt den Spaß und ich bin der Lakai. Und stehen nur rum. Alles klar. Der ist aber schon bald ziemlich hinüber. Oh, da unten wird wieder gekämpft. Ehrlich gesagt will ich da mitmischen. Hast du kurz einen Prozess gemacht? Gut gemacht. Dann muss ich mich nicht darum kümmern. So. Geht denn da noch hin? Genau, hier ist nichts mehr. Alles klar. Gut, dann ist hier erstmal Endstation. Alles klar. So. Was für eine Zugbrücke hat er denn gemeint? Keine Ahnung. Und ich soll mich jetzt hier umschauen oder was? Ach, die hier meint er bestimmt. So. Der dunkle Gott gab mir die Macht, die Titanen zu erkennen. Er gab mir die Macht, ihnen gegenüberzutreten. Er gab mir die Macht, sie zu unterwerfen. Und als ich sie unterworfen hatte, bediente ich mich ihrer Kräfte. Sie schufen Materie, wie ich ihnen befahl. Mächtige Werkzeuge für den Kampf. Waffen, um sie alle zu beherrschen. Aha. Wo ist denn die andere Schriftrolle? Wartet nicht noch eine? Kenn ich schon. Okay. Ist da eigentlich was drin gewesen? Zum Durchsuchen, zum Öffnen, irgendwas? Genügsame Viecher, diese Echsenmenschen. Ah ja. Steinblatt. Nicht noch mehr Weisheit. Alter. Noch mehr Weisheit und ich rede statt zu... Ach, Alter. Da mache ich mit. Die anderen Viecher machen wir auch noch platt. Meine XP. Gut gemacht. So. Da stand einfach noch einer drin. Während wir hier alles belagern, stand da einfach noch einer in seinem Haus. Es ist auch nicht schlecht. So, und speichern. Also hier, Steinplatte, die muss ich lesen. Ich bin Ursigor, Herr der Titanen, Befehler der Echsen.
Zu der Zeit, als die Götter kamen, sprach der Dunkelste von ihnen zu mir. Und ich hörte seine Worte und folgte ihm. Der dunkle Gott. Okay. Achso, das da hinten muss ich noch lesen. Diese Festung wurde von vielen erbaut, doch sie folgte nur einem Befehl. Meinem Befehl, denn ich bin Ursigor, Herr der Titanen, Befehler der Echsen. Sei gewarnt, Fremder. Was auch immer du hier suchst, finden wirst du nur den Tod. Herr der Titanen. So, so. Okay, also er ist der Herr der Titanen, alles klar. So, dann wollen wir schon mal schauen. So, Ash. Oh Mann, das ist riesig. Bin gespannt, was uns hier noch erwartet. Ach ja, ich habe ein paar Vorräte von oben mitgenommen. Wenn du was brauchst? Lass uns handeln. Ja komm, her damit. Her damit. Telekinese, Levitation, oh ja. Wie sieht es mit meinen Dietrichen aus? 38 reicht eigentlich noch. So, und du kriegst dafür die gammeligen Waffen, die ich hier gefunden habe. Oh. Deine Sachen sind aber verdammt teuer. Dann alles klar. Kann man immer gebrauchen, diese Zauber. Was ist das denn? Mit dem Arsch zu mir. Alter. Ja! Winter. So, das ist jetzt hier wieder so ein Gang. Der ist zugeschüttet. Da muss ich da vielleicht erstmal irgendwie erforschen. Nee. Gerade irgendwas. Ist hier vielleicht eine Geheimtür irgendwo? Könnte da oben irgendwas drauf sein? Nee, oder? Tja, jetzt. Ah, hier. Nee, zugeschüttet. Da oben drauf vielleicht. Die habe ich schon gelesen, oder? Nichts Neues. Nichts Neues, so. Wie
gerade etwas ratlos. Was machst du hier? Ich bewache den Durchgang. Wir müssen aufpassen, dass uns niemand in den Rücken fällt. Alles klar. So, und da drüben ist die Winde. Das heißt, ich muss schon wieder rüberschweben. Warum muss ich für teures Geld die Schwebezauber kaufen, weißt du? Offenbar. Oh. Alles klar. Dann. Oder kann ich vielleicht von hier aus die Winde betätigen? Alter! Gut. Das ist noch viel besser als rüberschweben. Okay, Obsidian. Sehr gut. Wer weiß, ob wir uns noch eine bessere Waffe spielen können. So, was wartet jetzt da unten schon wieder auf uns? Das ist ein... Oh. Was macht der denn hier? Das gibt's doch gar nicht. Wo kommst du denn her? Wir haben ein Tor geöffnet. Und du? Ich bin schon ewig hier. Damals haben die Echsen mich gefangen, weißt du? Dann gibt es noch mehr Wege nach draußen? Oh ja, hier gibt's eine Menge Höhlen. Einige führen nach draußen, aber niemand kennt alle Wege. Nicht mal Jorgensen, obwohl er es immer behauptet. Wer ist Jorgensen? Hör nicht auf ihn, er redet viel Unsinn. Das kommt von den Pilzen, weißt du? Ich esse die Pilze nicht. Ich halte mich an das Fleisch. Das hält mich davon ab, verrückt zu werden, so wie Jorgensen. Ich sage dir, der macht's nicht mehr lange. Hat zu viel von den Pilzen gefuttert, weißt du? Wie komme ich tiefer in den Tempel hinein? Du meinst die große Zugbrücke? Der Durchgang in die Tiefen des Tempels? Genau. Keine Ahnung, die war noch nie offen. Selbst die Echsen gehen dort nicht hin, weißt du? Komm schon, es muss doch einen Weg geben. Naja, an deiner Stelle würde ich mir eine Karte besorgen. Aha. Woher bekomme ich eine Karte? Hier ist ein Trupp Echsen vorbeigekommen. Vermutlich ein Jagdtrupp. Die müssten eine dabei haben. Wo sind sie lang? Super. Wahrscheinlich noch draußen. Geh runter zum Sumpf und frag Jorgensen. Der hat sie bestimmt gesehen, aber glaub ihm bloß nicht, er ist verrückt. Wo finde ich Jorgensen? Du musst runter zum Sumpf gehen. Aber nimm den richtigen Weg, den Weg mit den großen Pilzen. Aber iss bloß nicht davon. Nicht mal naschen, sonst wirst du verrückt. Genau wie Jorgensen, weißt du? Ja, du hast es jetzt überdeutlich gesagt. Pilze nicht gut, verrückt werden. Hier gibt's nichts zu holen. Okay, hier bin ich runtergekommen. Gut, dann speichern wir mal. Oh, da sehe ich ja schon einen Ghoul. Und Ghule sind Opfer. So, was habt ihr denn beschützt? Ach. Großartig. Okay, von da bin ich gekommen. Ah.
Alter, das geht ja hier durch... Alter, wie verwinkelt das ist. Habe ich schon gesagt, dass ich mich eigentlich überhaupt nicht gut orientieren kann? Na, Freundchen? Ja! Ja! Boah! Der hat da schon gut reingeschenkt, der Bursche. Nehmen wir einen großen Trank. Sehr gut. So. Freundchen, hast nicht gedacht, ne? Dass da so ein Menschlein kommt und dich einfach mal wegrippt. Wo ist dein Schwert hingeflogen? Truhe. Alter, sehr gut. Sehr gut. So, und wo immer noch das Schwert? Ja, Mann. Ja, perfekt. Bester Schrank ever. So, und wo ist jetzt deine Waffe hin? Hä? Na gut. Dann eben nicht. So, und was ist mit euch, Burschen? Okay, die wollen rauf. Alter, habe ich jetzt gerade 4 Stück weggehauen oder was? Bin ich der Boss? War aber auch Glück. Dabei. Gut, Glück brauchen wir immer. Okay, dann nehmen wir uns nochmal einen schönen Trank. Ein bisschen Fleisch. Ich weiß nicht, ob ich richtig gegangen bin, aber hier gibt es auf jeden Fall Action. So. Oh. Das Schwertchen. Ah, eine Truhe. Okay. So, das ist die Frage. Soll ich da runtergehen? Alter, das sind... Das sind ganz schön viele. Echsenkrieger und Echsenkrieger. Das sind natürlich die heftigsten. Die kommen eh alle. Gut, dann ballern wir mal rauf. Heiltrank. So läuft das, Freunde. So läuft das. Weißt du Bescheid? Ausweichen, FTW. So.
Kiste habe ich schon, ja, habe ich alles. Gut, dann müssen wir schon wieder so einen dicken Trank nehmen. Das habe ich mir verdient. Erstmal eine schöne Mahlzeit nach dem Kampf. Und speichern. So, da habe ich alles gelootet. Da ist auch nichts mehr. Echsenschwert. Echsenkrieger. Da oben ist noch einer. Okay. Ja, gehen wir erstmal hier runter vielleicht. So, ist da einer drin? Ja. Und das ist sogar direkt ein... Okay, das ist gar keine Hütte, das ist tatsächlich irgendwie so ein Durchgang. Nee. Hä? Der baut sich gerade eine Hütte. Das ist echt seltsam hier. Okay, dann Alter. Ja. Okay, war ja mal irgendwann fällig. So, von der vielen Action habe ich tatsächlich die Zeit vergessen. Also wir machen hier einen Split und sind in der nächsten Folge hier wieder unterwegs. Also bis dahin sage ich Tschüss.